Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach wie vor blicken wir alle gebannt auf die atemberaubenden Ereignisse in der DDR. Die Topmeldungen kommen zurzeit Tag für Tag aus Ost-Berlin. Das ist auch heute nicht anders. Sie wissen, dass das Zentralkomitee der SED zurzeit tagt und dass es im Anschluss daran stets eine Pressekonferenz gibt, die geleitet wird vom Politbüromitglied Günter Schabowski. Und der hatte heute Abend vor wenigen Minuten Spektakuläres zu verkünden. Worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Zuständige Abteilung Pass- und Meldewesen der VP, der Volkspolizei, Kreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Im Zusammenhang mit der die Ausreise ist auch nach West-Berlin möglich. Auf die Frage, ob damit nicht die Mauer überflüssig geworden ist, sagte Schabowski. Also der Mauer von unserer Seite beantwortet noch nicht und ausschließlich die Frage nach dem Sinn also dieser, ich sag's mal so, befestigten Staatsgrenze der DDR. Wir haben immer gesagt, dass dafür noch einige andere Faktoren mit in Betracht gezogen werden müssen. Und sicherlich wird die Debatte über diese Frage positiv beeinflusst werden können, wenn sich auch die BRD und wenn sich die NATO zu Abrüstungsschritten entschließt und sie durchsetzt. So oder ähnlich, wie die DDR das und andere sozialistische Staaten schon mit bestimmten Vorleistungen getan haben. Sehr geehrter Korrespondent der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS, mich interessiert eine ganz andere Frage. Genosse Schabowski, Ihre Vorstellung, Ihre Meinung über die politische Reform in der DDR, könnten Sie die wichtigsten Momente nennen? Im Aktionsprogramm ist ausgedrückt, dass wir an der Erarbeitung eines Wahlgesetzes interessiert sind und dieses Wahlgesetz mit Sicherheit zustande kommen wird durch das Zusammenwirken aller gesellschaftlichen Kräfte. Wir erstreben mit diesem Wahlgesetz freie, allgemeine, demokratische und geheime Wahlen, bei denen in jeder Phase die öffentliche Kontrolle garantiert ist. Also wir sind für eine pluralistische Gesellschaft, also Meinungsgesellschaft. Wir stehen auf dem Standpunkt, was lange nicht wahrgenommen worden ist, dass es eine Interessenvielfalt in dieser Gesellschaft gibt und dass es für den Interessenausgleich in der Gesellschaft notwendig ist, auch neue demokratische Formen zu entwickeln, dass gewissermaßen der Demokratiebedarf viel größer war als die in der Tat vorhandenen und nicht gering zu schätzenden Formen der sozialistischen Demokratie bis zum heutigen Tag. Wir sind für einen sozialistischen Rechtsstaat. Das wird markiert werden durch neue Gesetze, die zu erarbeiten sind, durch ein Gesetz über Vereinigungsfreiheit, über Versammlungsfreiheit, ein Mediengesetz, Veränderung des Strafrechts, durch die Hebung der Rolle der Abgeordneten und der Parlamente, von der obersten Volksvertretung bis hin zu den Bezirken und den Gemeinden. Und dann, wie gesagt, also viele, viele andere Bereiche des Lebens erfassend. Die wichtigsten davon weiter die Wirtschaftsreform. Nach den Informationen, die bisher vorliegen, hat Genosse Modrow heute im Plenum Vorschläge über schrittweise Wirtschaftsreformen in der DDR unterbreitet. Unsere Frage, welche? Erstens hat Genosse Modrow dort dargelegt, dass es zunächst darauf ankommt, die gesamte zentrale staatliche Leitung und Planung zu vereinfachen, das heißt die Überzentralisation zu beseitigen. Zweitens den Handlungsspielraum der Produzenten, und da meint er sowohl die Kombinate, die Betriebe, aber auch Genossenschaften und alle anderen produzierenden Einrichtungen zu erweitern. Da meint er damit, und das hat er ausführlich dargelegt, das sozialistische Leistungsprinzip durchzusetzen. Und zu dieser Wirtschaftsreform, und jetzt muss ich hier als Außenhandelsminister sprechen, gehört natürlich auch die
Wirtschaft der DDR in stärkerem Maße in die Weltwirtschaft einzubringen. Gegenwärtig ist die Wirtschaft der DDR mit 1,1% am Weltaußenhandel beteiligt. Das ist im Verhältnis zur Größe unserer Leistung, unserer Wirtschaft zu wenig. So, meine Damen und Herren, zu der neuen Ausreiseregelung der DDR, von der eben gerade die Rede war, in der Tat sensationell. Was wir da gehört haben, erwarten wir in dieser Sendung in wenigen Minuten noch den regierenden Bürgermeister von Berlin, Walter Momper. Das Zentralkomitee der SED hat heute auch die Einberufung einer Parteikonferenz, erst der vierten in der DDR-Geschichte noch in diesem Jahr, nämlich vom 15. bis zum 17. Dezember beschlossen. Und außerdem wird die Volkskammer der DDR bereits am kommenden Montag zusammentreten. Diese Nachrichten sind sicherlich nicht so spektakulär wie vieles andere, was wir in diesen Tagen aus der DDR hören. Und doch zeigen beide Entscheidungen, die von vielen immer wieder in den letzten Tagen gefordert wurden, doch, dass die SED-Führung auch dem Druck ihrer eigenen Basis immer mehr nachgeben muss. Erst wenn die DDR bereit ist, eine innerparteiliche Demokratie zu praktizieren, dann wird sie auch in der Lage sein, dem Freiheitskampf der DDR-Bevölkerung gerechter zu werden, als sie das bisher getan hat. Die letzte SED-Parteikonferenz, bei der auch personelle Änderungen beschlossen werden können, gab es übrigens sinnigerweise nach der Niederschlagung des Ungarn-Aufstandes 1956. Auch damals verließen ja viele Ungarn ihre Heimat, so wie heute DDR-Bürger, freilich unter ganz anderen Vorzeichen, immer noch in Scharen in die Bundesrepublik Deutschland kommen. Heute kam der 50.000. seit der Öffnung der CSSR-Grenze am 4. November. Die SED-Führung wird zweifellos erst dann eine Chance haben, das Vertrauen ihrer Bürger zu gewinnen, wenn sie wirklich bereit sein sollte, auf ihr Machtmonopol zu verzichten und freien Wahlen zuzustimmen. Hoffnungsvolle Andeutungen dazu gab es ja auch eben gerade wieder in der Pressekonferenz. Doch selbst wenn die SED ihre radikale Änderung des Wahlgesetzes weiter verschleppen sollte, wird die Bedeutung der oppositionellen Gruppen weiter zunehmen. Insbesondere das neue Forum, dessen Anmeldung von den Behörden endlich bestätigt wurde, wird noch mehr als bisher in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. Heute gab es die erste öffentliche Pressekonferenz dieser Vereinigung, die zurzeit über enormen Zulauf verfügt. Und Gerhard Horstmeier sprach mit Reinhard Schuld, einem Gründungsmitglied des neuen Forums, über deren künftige Aktivitäten. Wir wollen im jetzigen Moment, dass die politische Reform juristisch, gesetzlich abgesichert wird, nicht wieder rückgängig gemacht wird. Das heißt für uns konkret Absicherung des Demonstrationsrechts, Vereinigungsrechts, Versammlungsrechts, Zugang zu den Medien, eine eigene Zeitung, eine Generalamnestie für alle politischen Häftlinge und die Rehabilitierung der politischen Opfer der stalinistischen und poststalinistischen Zeit hier. Das richtet sich ja alles entweder auf Organisation oder Historie. Was ist denn politisches Programm des neuen Forums? Politisches Programm für uns ist der Versuch, mit einer Kontrollinstanz zu sein für die Herrschenden hier, die Mündigkeit der Bevölkerung mitzubefähigen bzw. mitzuorganisieren, dass Leute sich hier gemeinsam zur Wehr setzen können. Das ist ja 40 Jahre unter der Decke geblieben. Wir waren ja 40 Jahre nicht in der Lage, uns zu artikulieren. Das muss jetzt anfangen und das wollen wir mit organisieren. Wollen Sie eine politische Partei sein? Wir wollen keine politische Partei sein, wir wollen eine Vereinigung bleiben. Das heißt, Vereinigungen können auch in unserem Lande sich zur Wahl stellen. Wir haben uns für den Begriff Vereinigung entschieden, erstens, um auf gesetzlicher Grundlage weiterhin zu bleiben. Es gibt kein Parteiengesetz in der DDR zum Beispiel. Und wir halten Parteien in ihrer Struktur für zu eng und für zu undemokratisch und zu ausgrenzend großen Bevölkerungsschichten. Und wir wollen eigentlich eine breite Plattform und eine breite demokratische Bewegung in diesem Land, die nicht schon vorher große Teile der Bevölkerung wieder ausgrenzt. Sind Sie sicher, dass Sie bei der nächsten Volkskammerwahl dabei sein werden? Da sind wir noch nicht sicher. Das ist für uns Spekulation, so wie alle Zusagen der SED, die sie jetzt an Veränderungen zu diesem Land macht, für uns erst glaubhaft sind, wenn sie wirklich juristisch oder praktisch abgesichert sind. Glauben Sie an die Wende? Tja, das wird sich zeigen. Also der Glaube hilft uns da nicht viel. Die Praxis wird es zeigen. Wir führen dieses Gespräch hier auf der Husemannstraße. Übrigens einer der schönsten Straßen vom Prenzlauer Berg. Wann wird diese Situation verändert? Wann werden Sie eigentlich eigene Räume haben? Wann kann man Sie in Ihrem Büro besuchen? Ja, wir haben heute unseren ersten Antrag an den Oberbürgermeister abgeschickt. Wir wissen, dass also ein Neubau mit 5 Wohnungen leer steht und hoffen auf eine baldige positive Antwort für die ersten Büroräume. Wo wäre das?
wäre im Zentrum von Berlin. Sagen Sie mal die neue Adresse. Die sagen wir noch nicht. Danke. So, meine Damen und Herren, nun also, wie versprochen, der regierende Bürgermeister Walter Momper bei uns im Studio. Die Ereignisse überschlagen sich ja Tag für Tag. Herr Momper, nun heute, gerade vor wenigen Minuten, die Ankündigung, dass DDR-Bürger überall ausreisen können, also auch über die innerdeutschen Grenzen, natürlich auch über die Grenze von Ost nach West-Berlin. Was sagen Sie dazu? Ja, und Privatreisen werden für Bürger der DDR auch ohne weiteres genehmigt. Ich glaube, man darf für alle Berlinerinnen und Berliner sagen, das ist ein Tag, den wir uns lange ersehnt haben, seit 28 Jahren. Die Grenze wird uns nicht mehr trennen. Wir sind froh, dass wir reisen können. Wir können hin und her reisen und auch alle Bürger der DDR können zu uns kommen. Ich glaube, und auch die, die das Land verlassen wollen, können das Land verlassen. Niemand braucht mehr über die CSSR zu reisen. Ich glaube, dass das wirklich ein Tag der Freude ist. Es macht mich sehr froh und ich glaube, es sollte uns alle sehr froh machen. Auch wenn wir wissen, dass daraus viele Lasten auf uns zukommen werden. Viele werden uns in den nächsten Tagen und Wochen, vor allen Dingen an den Wochenenden aus der DDR besuchen. Viele diskutieren in unserer Stadt darüber, was das für uns bedeutet. Ich möchte alle Berlinerinnen und Berliner in dieser Stunde auffordern und bitten, alle Besucher aus der DDR wirklich mit offenen Armen zu empfangen. Wir sollten es verstehen, wenn Menschen uns nicht haben besuchen können, 20, 28 Jahre lang, nicht. Und wenn sie jetzt kommen, weil sie einfach sehen wollen, wie der Westen wirklich ist. Sie kennen unsere Stadt, unser Land über den Fernsehschirm. Sie wollen es nur mit eigenen Augen sehen. Sie wollen einmal, wie wir das ja auch tun, den Kudamm hoch und runter gehen. Sie wollen einmal in Geschäften gucken. Sie werden das in den vor uns liegenden Wochenenden tun. Und ich denke, wir sollen uns darüber freuen, dass wir wieder zusammenkommen können, dass wir miteinander reden können. Und ich möchte bei der Gelegenheit auch den Bürgern der DDR sagen, die uns alle besuchen wollen, bitte, wenn Sie zu uns kommen, kommen Sie mit der S-Bahn, kommen Sie mit der U-Bahn. Und ich will auch sagen, in dieser Stunde, die uns so froh macht, ich glaube, aus dieser Entscheidung der SED, der DDR-Führung, sollten wir sehen, dass dort der Wille vorhanden ist, sich wirklich dem politischen Wettbewerb zu stellen. Ich glaube, dass dieses ein wichtiger Schritt ist. Ich weiß, wie viel Vertrauen gerade in den letzten 14 Tagen von Seiten der DDR-Führung unsinnigerweise verspielt worden ist. Aber ich glaube, dass dieses ein Zeichen der Aufrichtigkeit ist, wirklich der Wille zur Reform, den zeigt das. Und wir sollten das auch anerkennen. Ich weiß, dass viele Bürgerinnen und Bürger der DDR das Land verlassen wollen, weil sie in dem Land keine Hoffnung haben. Ich bitte Sie alle, prüfen Sie sehr sorgfältig, bevor Sie diesen Schritt tun, wie Sie die Führung der DDR, wie Sie diesen Schritt zur wirklichen Reisefreiheit bewerten und dann entscheiden Sie sich. Die Entscheidung müssen Sie alleine treffen, die kann Ihnen, wie wir wissen, niemand abnehmen, wir im Westen schon gar nicht. Ich möchte aber allen Bürgern der DDR sagen, wenn Sie zu uns kommen wollen, Sie sind herzlich bei uns willkommen. Wir freuen uns, dass unsere Stadt nicht mehr durch Grenze und Mauer getrennt ist, dass jeder reisen kann, so wie wir uns das 28 Jahre lang erhofft haben. Wann, Herr Momper, glauben Sie, wird diese Regelung konkret in Kraft treten? Schon morgen, übermorgen? Ja, die Regelung wird, die Ministerratsverordnung ist, soweit ich heute Abend den Nachrichtenagenturen entnommen habe, schon verabschiedet. Das bedeutet, praktisch ab morgen geht es los. Das bedeutet, praktisch für das nächste Wochenende werden wir schon viele Besucher haben. Es ist ja ganz klar, dass diejenigen, die 28 Jahre lang darauf gewartet haben, dass die sagen werden, jetzt wollen wir in den Westen fahren. Und ich glaube, wir sollten uns darauf einstellen, wir sollten sehr froh darüber sein, sodass am nächsten Wochenende es losgehen kann und es noch vor Weihnachten dann so sein wird. Dieses bedeutet doch aber, dass die Mauer nun endgültig überflüssig ist. Müsste man nicht mit dem Abriss dieses Bauwerks rechnen, selbst wenn es da heute wieder andere Stimmen gegeben hat, weil man von DDR-Seite meint, da seien noch andere Voraussetzungen zu klären? Also darüber, Abrüstungspolitik und dergleichen, darüber will ich jetzt nicht debattieren. Die Mauer hat ihre Funktion schon lange verloren. Jeder, der die DDR verlassen konnte, der konnte sie über die CSSR verlassen. Ihre objektive Funktion, die Menschen der DDR zurückzuhalten, die hat sie schon lange verloren. Jetzt ist sie noch ein Relikt, das wird sie auch noch bleiben. Aber die Funktion, die ist weg.
Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Grenzen. Und die Mauer trennt uns nicht mehr. Die Mauer trennt uns schlichtweg nicht mehr. Das ist unglaublich, ein derartiger Tag und eine derartige Nachricht. Und dennoch, man muss schon weiter schauen. Und Sie haben in, wie ich finde, bewegten Worten an die Berliner appelliert, die DDR-Gäste auch wirklich freundlich aufzunehmen. Lange hat man davon geträumt, aber es wird natürlich ganz objektiv auch Schwierigkeiten für unsere Stadt geben. Haben Sie den Eindruck, dass wirklich alle Berliner bereit sind, jetzt ein bisschen mehr zusammenzurücken und die Brüder und Schwestern, wie man ja früher immer zu Recht sagte, aus der DDR auch wirklich aufzunehmen? Also, erstens vertraue ich auf die Berlinerinnen und Berliner. Die Älteren, die haben so viele Stürme überstanden. Ob das die Blockade war, ob das das Chruschtschow-Ultimatum war, der Bau der Mauer. Das alles haben die Berlinerinnen und Berliner ausgehalten. Die Jüngeren, die sind ja doch in einem ähnlichen Geist erzogen. Wer in dieser Stadt wohnt und immer 150 Kilometer bis nach Helmstedt, bis ins Hinterland gehabt hat, der hat einfach auch Kraft dazu gehabt. Der hat es politisch gewollt. Und so denke ich, wie wir 40 Jahre lang dagegen gekämpft haben, dass die Grenzen in Deutschland uns trennen. Wie wir immer wieder dafür plädiert haben, dass es Reisefreiheit geben muss, dass es Selbstbestimmung für die Deutschen in der DDR geben muss, so dürfen wir auch nicht verzagen vor der Größe der Aufgabe, die auf uns zukommt, in der Stunde, wo es da ist. Und da denke ich, wir sind eine Großstadt, da sollten wir entschlossen anpacken. Ich weiß, auch vor dem Senat, auch vor mir liegt jetzt viel Arbeit. Wir haben ja schon erste Gespräche mit der anderen Seite gehabt über die Frage der Verkehrsregelung. Wir brauchen mehr U-Bahn-Linien, wir brauchen mehr Zugänge. Das muss ja auch technisch abgewickelt werden. Auf die BVG in unserer Stadt kommt eine große Aufgabe hinzu. Wir wissen das alles und jeder in der Stadt muss es auch wissen. Aber ich denke, wir sollten uns dem stellen. Wir sollten entschlossen daran gehen. Wir sind eben eine Großstadt und wir können nicht immer davon reden, dass wir die Metropole in der Mitte Europas sind. Und dann, wenn wir es wirklich wieder sind, weil wir normal mit unserem Umland, mit unserem Hinterland verbunden sind, in dem Moment sagen, oh, es wird so schwierig werden, so viele werden kommen, der eine oder andere wird auch hier bleiben wollen, wie wollen wir die alle unterbringen? Ich denke, man soll das alles bewältigen und ich denke, dass dieser Entschluss des Politbüros und des Zentralkomitees der SED, also der Führung der DDR, was ja mit einigen anderen Beschlüssen auch verbunden ist, dass das aus der Sicht dieser Partei, das muss man ja auch mal sehen, mutige Schritte, vernünftige Schritte sind. Sie kommen nach meinem Empfinden viel zu spät, das wissen wir alle. Und die Bürger der DDR, die werden das noch mehr und noch schmerzlicher empfinden, als ich das empfinde. Aber wir sollten uns dem stellen. Und ich glaube, die Westberlinerinnen und die Westberliner, die sind die Letzten, die davor verzagen, dass viel Arbeit, eine große Aufgabe auf uns zukommt. Viele Fragen blieben noch, aber ich glaube, wir sollten es erst einmal dabei belassen. Ein großer Tag für Deutschland und ein großer Tag für Berlin. Vielen Dank, Herr Regierender Bürgermeister, für Ihren schnellen Besuch im Studio. Und weiter geht's mit den Nachrichten und Helga Beierz. Zunächst noch weitere Meldungen zu Veränderungen in der DDR und in Ostberlin. SED-Politbüromitglied Böhme ist als Parteichef des Bezirks Halle abgewählt worden. Auf einer außerordentlichen Tagung sprachen sich nur 4 von 64 Anwesenden gegen die Abwahl Böhmes aus. Als dritte der kleinen sogenannten Blockparteien der DDR hat jetzt auch die Bauernpartei einen eigenen Kandidaten für die Wahl zum Volkskammerpräsidenten vorgeschlagen, nämlich ihren Vorsitzenden Malleuder. Vor der Bauernpartei hatten bereits die Liberaldemokraten und die Nationaldemokraten mögliche Nachfolger für den Amtsinhaber Sindermann benannt. Die sowjetische Zeitschrift Sputnik wird ab Dezember wieder in der DDR zu kaufen sein. Das reformfreudige Blatt war vor einem Jahr von der DDR-Zensur verboten worden. Die überregionalen DDR-Zeitungen Der Morgen und Neue Zeit haben der Oppositionsbewegung Neues Forum das Gastrecht in ihren Spalten eingeräumt, und zwar so lange, bis die Bewegung eine eigene Zeitung hat. Tausende polnischer Bürger sind an einer Übersiedlung in die DDR interessiert. Das meldete die Nachrichtenagentur ADN. Wie es heißt, hätten sich die Polen in den diplomatischen Vertretungen der DDR über Arbeitsmöglichkeiten oder Übersiedlung informiert. Demo gegen Dienstleistungsabend. Vor gut einer Stunde am Wittenbergplatz. Hier und auch am Kurfürstendamm hatten sich kurz nach Geschäftsschluss Beschäftigte aus dem KDW und dem Wertheim-Kaufhaus versammelt, um gegen den Einkaufsabend am langen Donnerstag zu protestieren, an dem sich beide Kaufhäuser bisher allerdings noch nicht beteiligen.
Hintergrund ist, wie berichtet, die Berliner Vereinbarung zwischen dem Einzelhandelsverband und den Gewerkschaften, in diesem Jahr zunächst die üblichen Ladenschlusszeiten beizubehalten. Da eine große Zahl von Unternehmen trotz dieser Vereinbarung donnerstags vor allem in der City und in der Schlossstraße in Steglitz länger geöffnet haben, wollten die Beschäftigten mit dieser Demo an einer anschließenden Kundgebung am Breitscheidplatz deutlich machen, was sie vom Dienstleistungsabend halten. Zu den dunklen Kapiteln deutscher Geschichte gehört die Nacht vom 9. zum 10. November 1938. Heute, vor 51 Jahren, wurden Synagogen in Brand gesteckt, Fensterscheiben jüdischer Geschäfte eingeworfen und jüdische Mitbürger misshandelt. Die Pogrome nahmen ihren Lauf, der Grundstein für den Mord an Millionen von Juden war gelegt und dies alles vor den Augen einer schweigenden Mehrheit der Bevölkerung. Heinz Galinski, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde zu Berlin, hat sicherlich recht, wenn er den Deutschen in der Zeit des Nationalsozialismus so viel Zivilcourage gewünscht hätte, wie die Deutschen in der DDR heute nach jahrzehntelanger Unterdrückung zeigen. Gut, dass es immer noch Zeitzeugen gibt, die in die Schulen gehen und der Jugend authentisch Dinge erzählen, die kein Geschichtsunterricht vermitteln könnte. Robin Lautenbach berichtet. Der Jude BH müsste sofort aus Berlin bzw. aus Deutschland abgeschoben werden nach Israel. Und das möglichst mit dem Knüppel. Auszug aus einem anonymen Brief, verfasst, nachdem eine Zeitung über die Vorträge berichtet hatte, die Isaac BH seit einem Jahr an Berliner Schulen hält. In den 30er Jahren wohnte die Familie BH in der Kantecke Fasanenstraße. Den Schülern dieser 11. Klasse berichtet BH von seiner Schulzeit, wie er als Jude nach und nach ausgegrenzt wurde. Und dann am Morgen des 10. November 1938 stand die ganze Familie am Fenster und sah schräg gegenüber die brennende Synagoge in der Fasanenstraße. Keiner sagte ein Wort und sah immer nur die Flammen und sah irgendwie was untergehen. Und dann fällt mein Blick auf meine Mutter. Und ich sah, wie meine Mutter in sich zusammengefallen ist. Als ob man ihr das Blut ausgepumpt hätte, ist sie zusammengefallen in sich. Und aus ihren Augenwinkeln liefen Tränen. Und das Schlimme an der Situation war, sie weinte lautlos. Sie schluchzte nicht. Und ich stand da und machte an mir eine Erfahrung. Ich konnte ihr nicht helfen, wo ich ihr doch sonst immer geholfen habe. Mein Vater sagt, Lea, es sind doch nur Steine, die brennen. Und meine Mutter antwortet unter Tränen, wenn diese Steine erst mal brennen, dann brennen auch bald Menschen. Später erzählt er von jenem Sonntag im Dezember 1942, als seine Familie abgeholt wurde. Er selbst hatte sich am Morgen verabschiedet, um kurz wegzugehen. Als der 19-Jährige dann im Hausflur die Gestapo-Leute sah, schickte er einen ausländischen Freund nach oben. Dieser berichtete ihm, die Gestapo hätte auf den Sohn der Familie gewartet. Und er schildert, wie er in dieses Zimmer reinkommt. Zur Tür hier reinkommt, da hatten wir einen altmodischen Tisch. Und da sah er, wie die vier Personen, meine Mutter, meine beiden Schwestern und mein Vater, um diesen Tisch herum saßen. Meine Mutter und meine Schwestern mit Kopftüchern und einem Bündel. Mein Vater auch angezogen da. Und wie er zur Tür hereinkommt, fällt sein Blick auf meine Mutter. Und er erzählt mir, die Augen deiner Mutter strahlten ganz weit auf. Ich weiß es nicht, aber ich weiß es trotzdem. Meine Mutter, Sie haben ja bisher nur gehört, wie ich den Sonntag verbracht habe. Denken Sie mal daran, wie meine Mutter den Sonntag verbracht hat. Ich kann es Ihnen sagen, mit Beten. Und ich glaube, sie hat nur immer etwas gesagt. Lieber Gott, lass den Jungen nicht kommen. Lieber Gott, lass den Jungen nicht kommen. Und in dem Augenblick, da sie diesen ungewöhnlichen Gast sah, den Bulgaren, da funktionierte es bei ihr. Und sie wusste, ich bin bei ihnen, denn ich war ja lange überfällig, in Sicherheit. Seine Eltern und seine Schwestern Allegrina und Jeanne sah er nicht wieder.
Nach Kriegsende erfuhr er, dass sie mit dem Transport Nummer 25 nach Auschwitz gekommen waren. Isaac Beha berichtet auch, wie er im Untergrund überlebte, mit Hilfe nichtjüdischer Berliner. 3 Doppelstunden lang spricht er. Die Konzentration der Schüler lässt nicht nach. Es kommt mir vor, als ob er sich das richtig so ein bisschen zur Lebensaufgabe gemacht hat, eigentlich Schülern zu zeigen, wie er das empfunden hat. Und gerade wenn man jetzt so sieht, wie die Reps und die Rechten so immer mehr an Macht gewinnen, was es eigentlich für dumme Leute sind und dass Leute sind, die es überhaupt noch nie miterlebt haben und die sich überhaupt kein Bild davon machen können, wie das früher war. Ich finde das deshalb sehr gut, weil es keinen Geschichtsunterricht schaffen kann, die Gefühle eines Juden im Dritten Reich zu erzählen oder den Schülern das beizubringen, wie man das nachempfindet. Und endlich mal keine Zahlen und Fakten und Daten, sondern die knallharte Wahrheit. Das finde ich gut. Schlimme Erfahrungen in der Zeit des Nationalsozialismus in Berlin. Der Regierende Bürgermeister hat sich diesen Beitrag zusammen mit uns noch angesehen. Jetzt haben wir andere Hoffnungen nach den Nachrichten des heutigen Tages. Glauben Sie, dass Berlin jetzt wieder stärker ins Zentrum Europas rücken wird, dass die Bedeutung Berlins positiv ausstrahlt? Ja, das wird mit Sicherheit so sein. Wir werden wieder ganz normale Beziehungen zum Hinterland und zum Umland haben, also zur DDR, das Gebiet, was uns umgibt. Bisher waren wir abgeschnitten, das wird vorbei sein. Das ganze Ost-West-Verhältnis wird sich mit den Reformen, mit den Veränderungen in der DDR noch mal sehr viel mehr entspannen. Wir werden die Kooperation mit Osteuropa und mit der DDR ankurbeln, in allen Bereichen, im wirtschaftlichen Bereich, im kulturellen, noch viel mehr, als wir das bisher gemacht haben. Das ist eine große Chance für uns, denke ich. Danke, Herr Regierender Bürgermeister. Danke Ihnen fürs Zuschauen und ich denke, es gibt genügend Diskussionsstoff für den Abend.